Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Was geht ab, Freunde? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein etwas ernstes Thema, und zwar, wie ihr sehen könnt, ich bin hier in meiner neuen Airbnb-Wohnung in L.A. Am Venice, wirklich eine sehr coole Wohnung, muss ich sagen. Ich war eigentlich gestern sind wir gekommen aus San Diego und haben mich eigentlich extrem gefreut, dass wir jetzt hier in L.A. nochmal 5 Tage verbringen können, also fast eine Woche. Und ja, wo soll ich anfangen? Es hat angefangen, dass wir schon bestimmt seit über einer Woche die ganze Zeit Nachrichten bekommen, natürlich aus Deutschland. Haben das teilweise natürlich auch ernst genommen, war alles, ich soll jetzt hier nicht sein, von wegen, ja, selber schuld und dir hat man es doch gesagt. Jeder hat davon gewusst, jeder hat darüber auch Witze gemacht. Braucht jetzt keiner leugnen, dass er darüber sich nicht lustig gemacht hat. Auch die ganzen Supermärkte, ihr habt ja auf meiner Instagram-Story ja eigentlich täglich alles gesehen. Da war nichts von Hamsterkäufen zu sehen oder irgendwas. Lediglich vor 2 bis 3 Tagen hat es dann irgendwie angefangen, dass man so langsam im Fernsehen was mitbekommen hat, irgendwie, dass ja in den Nachrichten berichtet wurde, dass der Coronavirus mittlerweile auch in Amerika angekommen ist und Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier, hätten eigentlich noch 5 Tage Aufenthalt in L.A. Also heute ist der 14. am 15. Also 5 Tage, und wir wären eigentlich mit Lufthansa zurückgeflogen. Jetzt, wie war der Stand oder wie ist der Stand bis jetzt? Es hieß, dass mittlerweile Lufthansa die Ausnahme hat, nach Amerika einzureisen, aber es darf keiner von Europa nach Amerika einreisen. So, wäre für mich eigentlich ganz logisch gewesen, dass wahrscheinlich, jetzt werden viele auch in den Kommentaren sagen, bist du behindert? Wie kann man sich sowas denken? So hat es aber geheißen von Lufthansa, dass ein leeres Flugzeug aus Deutschland quasi nach L.A. fliegt und dann die letzten Passagiere halt eben aus L.A., die noch nach Deutschland müssen, mit nach Deutschland nimmt. So ist der Stand. Das Lustige ist halt einfach, wenn man über unsere Buchung reinschaut bei Lufthansa, ist unser Flug bis heute noch nicht gecancelt. Ist noch nicht gecancelt, ne? Wenn man aber anruft oder beziehungsweise in L.A. am Flughafen mit den ganzen Leuten spricht, beziehungsweise mit anderen Fluggesellschaften, sagen die, dass alle Flüge nach Europa gecancelt sind. Und jetzt kommt halt eben das Witzige dran, wenn man online schaut, kann man heute, also ich kann jetzt gerade noch quasi Flüge nach Frankfurt oder nach München oder nach Hamburg buchen, aber diese Flüge werden nicht stattfinden. Bedeutet, ich könnte jetzt mehrere Flüge nach Deutschland buchen und die werden nachhinein alle gecancelt. Ich verstehe halt einfach nicht, warum die jetzt schon im Voraus nicht gecancelt sind. Unser Stand jetzt ist, wir haben jetzt gerade nochmal einen Flug nach London gebucht. Der geht, jetzt ist 13 Uhr LA, es ist der 14. Der geht heute Abend um 22.30 Uhr circa, geht der von LAX nach London. Wie es weitergeht für mich, habe ich keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich erstmal in London eine Nacht übernachten und dann hoffentlich, je nachdem wie es sich ergibt, gibt es einen Flug nach Deutschland oder vielleicht nach Amsterdam und nach Holland, und dann lasse ich mich eventuell mit dem Auto von jemandem in Amsterdam holen oder mit dem, ich weiß nicht, ich hole meinen Mietwagen, egal. Auf jeden Fall, der Stand bei mir ist jetzt, ich muss meinen Urlaub abblasen. Ja, es geht hier um die Gesundheit. Darum natürlich, ob ich jetzt hier für mehrere Monate bleiben werde oder nicht, auf das habe ich jetzt auch keinen Bock. Es werden viele sagen, ey, ist doch voll geil, bleib doch länger in L.A. Ja, natürlich ist es geil, aber ich muss auch wieder arbeiten, ich muss wieder Geld verdienen. Und für mich ist auf jeden Fall jetzt das Wichtigste, dass ich heute hoffentlich nach London komme. Und dann von London aus ist, denke ich mal, hoffentlich, man weiß es nicht, entspannter irgendwie nochmal nach Deutschland zu kommen. Wie gesagt, für mich ist einfach Fokus jetzt hier aus Amerika erstmal rauszukommen, weil irgendwie, wir waren vorher am Flughafen und da herrscht schon jetzt mittlerweile so ein bisschen Panik, ne? Also nicht Panik, dass die Leute jetzt durchdrehen, aber es ist jetzt schon, du merkst, die Leute sind frustriert an den Informationsständen, keiner kann dir eine Info geben. Keiner. Es kann dir einfach keiner zu nichts eine Antwort geben und keiner kann dir sagen, ob dein Flug, der in 10 Minuten stattfindet oder sonst wie, dass der in 10 Minuten fliegen wird. Das ist unglaublich. News im Fernsehen in Amerika gibt es hier gerade gefühlt alle 15, 20 Minuten gibt es immer was Neues. Jetzt mittlerweile, wir haben den Flug nach London gebucht und haben jetzt gerade festgestellt, dass die Flüge von London nach Amerika auch alle gecancelt werden. Bedeutet, unser Flug geht aber von Amerika nach London. Ich hoffe,
Wir haben jetzt noch ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ungefähr 9,5 Stunden. Ich hoffe, dass unser Flug nach London nicht gecancelt wird, weil ich sehe einfach mehr Möglichkeiten, aus London eher nach Hause zu kommen, als wie jetzt irgendwie in Amerika zu bleiben und dann hier auf, ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt nochmal 2 Monate hier komplett übernachten, essen, Autovermietung. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es teuer ist, ne? Ich wüsste echt nicht, wie ich das hier machen könnte. Von dem her, Fokus für mich, sage ich gerade zum 5. Mal, wäre auf jeden Fall heute nach London. Viel dazu, wir haben wie gesagt hier so ein paar Sachen schon gepackt. Wir haben schon das nächste Problem. Mein Plan war natürlich, dass ich mir nochmal einen Zusatzkoffer kaufe, weil ich einfach Übergepäck habe. Bedeutet für mich, ich muss jetzt auch sehr viele Sachen wegschmeißen. Also so viele Basic-Sachen, die ich halt schon älter habe, sind jetzt keine extrem tollen Sachen. Ist das auch nicht so schlimm. Muss ich leider wegschmeißen, weil ich halt extrem Übergepäck habe. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich jetzt am Flughafen auch mehr draufzahlen müssen, weil unser Gepäck ist ungefähr für 23 Kilo ausgelegt und wir sind Probegepäck bestimmt bei 25 oder 27 Kilo. Ich bin auch gespannt, wie das ablaufen wird. Ansonsten, ja, das ist unsere Airbnb-Wohnung, Freunde. Ich wollte sie euch eigentlich noch unter anderen Umständen zeigen, weil ich habe mich extrem auf den Urlaub gefreut. Ich werde hoffentlich dieses Jahr Amerika nochmal besuchen können. Ich hoffe, die ganze Situation wird sich beruhigen. Natürlich ist jetzt das Letzte, was man denken muss, ist der Urlaub. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass in Deutschland alles wieder glatt läuft und dass die Arbeit vorangeht, dass die Leute was zu essen haben. Aber für mich, ja, der Urlaub hier war schön. Waren jetzt ungefähr 15 Tage, wie gesagt. Und jetzt haben wir gerade die erste Nacht im Airbnb wohnen. Jetzt haben wir gerade die erste Nacht in der Airbnb-Wohnung verbracht. Eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, so, ey, wieso haben wir nicht sofort Airbnb genommen? Wir müssen uns beeilen. Um 4:30 muss ich meinen Mustang abgeben. Schade drum, echt schade. Es hat echt sehr Spaß gemacht hier in LA. Und ich hatte jetzt echt wirklich noch sehr viele Spots vor abzufilmen. Also ich war gar nicht am Walk of Fame. Wo war ich noch nicht? Also es gibt echt noch sehr viele Plätze, wo ich jetzt in LA nicht war. Calabasas, ich wollte Calabasas hoch, wir wollten noch Beverly Hills abchecken komplett. Wir waren zwar Beverly Hills kurz, aber die 5 Tage hätte ich auf jeden Fall noch gebraucht, um die ganzen Spots abzuchecken. Freunde, ich hoffe, ich komme nach Hause, drückt mir die Daumen, gebt auf jeden Fall dem Video einen positiven Feedback, kommentiert auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Infos habt, was den Flug angeht. Und ich hoffe, ich komme da heile raus, drückt mir die Daumen, Freunde, und bis zum nächsten Video.